Frage, die Verbindung zwischen den Redstone-Fluxduct und den Energy-Conduits, ja, muss die bestehen? Ja. Sonst kommt ja, also die Conduits ziehen sozusagen die Energie aus den Fluxducts raus. Ah, hä? Sonst geht das nicht. Von der Lava, ne? Ja, genau. Ich will es nur gerade gar nicht. Extract. Aber ich glaube, das ist hier oben mit den In- und Outputs irgendwie noch ein bisschen irgendwie ein bisschen komisch. Ach, hier kann man das erkennen, ob man auf welchem Dings man sich befindet. Ah, das ist ja interessant. Das ist alles disabled. Was ist denn das? Null. Disabled. Always active. Nee, das war alles richtig. Ich hab gerade jetzt gecheckt, dass man im Menü rechts anklicken kann, welchen Conduit man auswählen möchte. Aber wieso steht hier Active with Signal? Ich hab doch eben auch bei mir das gleiche aufgebaut, was du hier hast. Das sind sogar nur mit einer Wasserquelle und mit einer Lauquelle. Und das Kabel war voll. Es ist irgendwie alles sehr komisch hier auch. Ich verstehe das System auch überhaupt nicht mehr. Was ist das hier überhaupt? Die SAG-Mill. Da kommt es einfach rein, ne? Es wird einfach reingeballert. Ohne Vorsicht. Wieso ist jetzt hier Extract? Weil aus Alois Meter geht's generell immer nur raus. Ja, das ist richtig. Und hier geht's auch generell immer nur raus. Und warum habe ich jetzt hier Active with Signal und hier Always Active? Weil aus der Painting Machine geht's wahrscheinlich dann auch nicht raus. Kann das sein? Ja. Warum Always Active? Aber hier ist doch nichts anders. Hier ist auch, das Kabel geht auch straight. Bestimmt damals irgendwas verkackt. Steht gerade hier durch. Hier wird ja auch halt dauerhaft 0 angezeigt, ne? Ist das normal? Ja, genau. Socken. Ich verstehe es nicht. Ich überlege, ob ich hier mal eine Batterie zwischenschalte. Habe ich noch eine Capacitor Bank? Herbert, hast du noch eine Capacitor Tank irgendwo? Ja, aber die sind alle voll. Okay. Warum? Also wofür? Ne, ich würde sonst einfach mal zur Probe hier unten mal eine zwischenschalten, um mal zu gucken, wie sich das genau verhält. Ja, klar, mal, das kann ich jetzt nämlich zeigen, warte. Sonst crafte ich mir fix eine. Nee, warte, ich kann ja eine bringen. Aber ich würde möglichst eine leere, obwohl ist eigentlich auch egal, die wird ja eh voll dann. Nee, ich zeig halt jetzt, warte. Okay. Weil ich hatte das bei mir auch aufgebaut eben. Und sobald ich da eine Capacitor Bank reingeschaltet habe, Capacitor, lief da Strom an dem Kabel. Okay. Ja, dann bringen die mal her und dann schalten wir die zur Probe einfach mal hier unten an. Und dann baue ich diese Kreuzung nochmal ab hier, dass wir erstmal gucken. Warte mal, das ist ein Conduit, den hole ich mir nochmal. Hä? Ach, nee, okay, komm mal zu mir. Bitte. Da passiert nichts. Passiert gar nichts, ne? Das ist gerade so, also direkt an den Dings angeschlossen. Und das war das gleiche, was ich auch gemacht habe bei mir eben. Da passiert gar nichts. Ich komme auf den Server nicht drauf, weil steht, der Server ist full. Was? Ah. Das kann nicht sein. Ja, das hatte ich auch schon mal. Dann ist dein Internet gerade ein bisschen scheiße. Ja. Okay. Herbert, wo bist aber du? Aber mein Rucksack ist weg. Oh, ist ja, weil ich weg, Tommy killen musste. So. Jetzt, ja, warte mal. Mach mal bitte jetzt hier die Capacitor Bank hin. So. Ach so, ja, die sollte ich vielleicht hier, ja, so. Ja. Fließt Strom durch, es wird gefüllt. Nee, es fließt ab, ne? Warum? Nee, jetzt ist null. Ich habe mal eine Frage, ja, jetzt wie viel ist null. Strom produzierst du? Warum? Guck mal, jetzt ist in der Energy Conduit, jetzt ist Strom drin. Guck dir an. Warte, guck, unten muss hier. Aber unten es ist auch Strom drin. Aber es füllt sich ja nicht. Nee, ist ja voll. Ach so. Ja, das ist nicht ganz, aber irgendwie schon. Okay. Ja, das ist aber so. Okay, und wenn ich jetzt hier das Ding hinbaue. Es läuft da auch immer noch Strom durch, ne? Überall Strom. Okay, warte, Konrad, ich nehme das Ding wieder weg. Ja. Warte. Ist der Strom noch drin, ne? Jetzt baue ich das wieder hin hier. Ja. So, ich glaube, du musst einmal ganz kurz, du hast die aufgesammelt. Ich hab die aufgesammelt. Ah, ne, da habe ich die hier vorne irgendwie. Warte mal.
Hast du auch schon vorhin verwendet? Hier sind ja, ich weiß, ich habe ja noch welche. Ich hol mir fix eine. So. Oh, hä? Hab ich die nicht? Da. So. So, und jetzt hier, zack. Jetzt wird sie leer. Wird leer. Weil die wahrscheinlich nach oben weggeht, ne? Okay, warte, ich stecke jetzt mal hier hinten eins an. Hä, wird, ist hier warte. Keine? Ja, genau, mach da mal. Das habe ich auch gerade überlegt. Wo ist denn jetzt die Bänke? Die hast du. Warte. Einfach hier an die Seite irgendwo? Ja, oder mach auf die andere Seite, da stört sie nicht. Ja. Warte mal. Den Kabel ist Strom drin. Ja. Ist das alles kompliziert hier so? Ist hier keiner? Doch, ne? Da ist auch eine, ne? Warte, doch. Jetzt habe ich sie wieder weggenommen. Es geht instant runter. Es geht. Nee, doch. Es bleibt ungefähr. Ich verbinde es mal wieder. Es geht runter, alles klar. Ist das vielleicht so, dass ich glaube, oben nicht verteilt? Deine Farm produziert echt so wenig, dass die halt 96F produziert. Und dass das da nicht angezeigt wird, weil es so wenig ist. Weil 96 und von einem 640 Kabel ist halt, glaube ich, recht wenig. Und aber es kommt halt hier, warte mal. Es kommt halt jetzt halt wieder von dem alten System, ne? Warte, bleib nochmal bitte da stehen. Nee, kapp mal das komplette alte System so. Ja. Jetzt. Ja. Jetzt läuft es nur über das, über diese Thermo-Dinger da unten. Das ist null. Scheiße. Ja, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Kann es sein, dass sich das hier oben irgendwie komisch verteilt durch diese ganzen 3 Milliarden Verkabelungen hier? Dass das irgendwie irgendwo im Nichts verschwindet oder sowas? Soll ich die Brücke noch zu Ende bauen? Weißt du, was ich glaube, kann es sein, dass das einfach auf langen Kabeln nicht funktioniert? Also wenn du so eine lange... Es gibt keinen Sinn, ich habe doch selber so eine riesen lange Schacht gehabt. Warte mal, ich probiere. Nee, komm, das bringt auch nichts. Das gibt überhaupt keinen Sinn. Weil ich meine, mit dem anderen System läuft es ja auch her, weißt du? Deswegen ist ja das Komische. Ja. Jonah? Ich glaube, der redet. aber Herbert, um nochmal kurz für mich festzuhalten, wir haben jetzt hier unten gerade eine Capacitor Bank zwischengeschaltet. Nur über das alte System und es ist Strom reingekommen, ne? Das heißt, das Problem liegt hier oben und nicht unten. Ja, das glaube ich aber nicht. Aber muss es ja. Das ist ja nur eine gerade Strecke. So, Punkt. So, Punkt. Warte, ich guck mal ganz so, ob hier... Eigentlich was anderes. Ob hier oben wirklich alles auf... Oha. Okay, warte, meine verbesserte Bank geht jetzt kurz leer. Okay, so, jetzt ist die einigermaßen... Geht die jetzt auf? Warte mal. So. Hört ihr mich? Ja. Herbert, ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes. Ich baue jetzt hier oben mal überall die bin ich im Minus. Ich baue jetzt überall mal die Stromzufuhr ab, außerhalb bei den Capacitor Banks. Dass das nicht irgendwo, vielleicht verschwindet das irgendwo um nichts, weißt du? Dass irgendwas da durcheinander geht. Obwohl Quatsch läuft jetzt ja sogar hier. Nee, soll eigentlich da auch nicht hin. Das soll wirklich, genau. Jona? Ich check's gerade nicht, weil ich glaube, es ist einfach ein Anzeigefehler von dem. Alter, Jona? Witz. Alter, was macht aber Absicht, ich glaube, es ist Absicht. Jona? Hallo! Was macht der? Jona? Das ist aber gruselig. Jona, ich brauche deine Hilfe. Leute, ich wüsste, dass ihr mich ganz doll mögt, ne? Aber Jona? Ich brauche auch meine Privatsphäre hier. Was machst du da die ganze Zeit? Ich will es eigentlich gar nicht machen. Oh, das sieht so schön. Entschuldigung. Was ist denn? Darf ich die Brücke zu Ende bauen? Was? Oder weißt du, was ich komisch finde? Die Brücke, ob ich die zu Ende bauen darf. Ich habe gerade... Ja, mach was du willst. Okay. Die nochmal unten angeschlossen, direkt an die Capacitor. Oh mein Gott. Haben wir es? Ich weiß, woran es liegt. Gott, jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß, woran es liegt. Achtung, ich bin gerade echt gespannt, Alter, wirklich. Vor allem deine Reaktion auf Alter, das, obwohl, jetzt muss ich überlegen. Das ist doch bei Jona aber genauso, oder nicht? Okay, ich sag nochmal gar nichts.
Wieso mache ich jetzt hier eigentlich Minus? Es geht doch nirgendwo hin. Ja, was ist denn, Herbert? Ich bin jetzt auch gespannt. Nee, er muss ja, erst, ja, ja, muss ja, erst ja, kontrollieren, bevor er Quatsch erzählt. Ich muss, bevor ich Scheiße laber, muss ich gucken, ob das wirklich stimmt. Das erinnert mich auch nie. Komm. Ich habe noch ein gewisses Schamgefühl. Okay, gut. Da bin ich so vor mir. Beruhigend. Okay, warte. Hä? Nee, ist bei Jürgen noch genau das gleiche. Also hat sich dein Verdacht bestätigt oder nicht? Nee, eben nicht. Ach, schade. Dachte nämlich, dass, Null. Dass man die nur an der Seite anschließen kann. Okay. Die thermoelektrischen Generatoren. Ach so, das ja. Man, das ist nicht bei mir so. Ja. Hab ich so gemacht. Du, Herbert, weißt du... Herr Jona, oh, ich weiß nicht. Herbert, bei mir war so, es, ging das nämlich nicht, als ich es damals machen konnte, als ich oben anschließe. Bei Jona geht das anscheinend. Ups. Herbert, weißt du, was diese ganze Sache so unendlich verrückt macht? Als ich den Scheiß aufgebaut habe, hat es halt funktioniert. Man sieht es auch in der Folge. Man sieht in der Folge, wie durch diese bescheuerten Kabel Strom fließt. Das ist halt irgendwie so komisch. Das heißt, du schaust dir alle Folgen jetzt nochmal an, guckst, was du verändert hast. Ich weiß es nicht, näher. Ich mich gerade. Jonas, ich cut mal kurz deine Energiezufuhr von den Thermal. Ich muss kurz was. Es tut mir gerade wahnsinnig leid, aber es muss jetzt mal sein. Das ist so, Für die Wissenschaft, ja. Konrad, du hast doch mal deinen Magical Wooden Hammer verloren, oder? So. Warte, das Magical Wooden Hammer? Nein, warum? Weil ich da gerade. Ich hatte eine Spitzhacke oder sowas. Ich hatte nämlich eine Basic Capacitor Bank, in der ich diesen aufgeladen habe. Doch habe ich diese Capacitor Bank einfach mal irgendwann abgebaut. Okay. Und dieser Wooden Hammer hat sich dann in meiner Capacitor Bank die ganze Zeit immer mit dem E-System versteckt. Okay. Nee, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wovon du redest. Ich habe ihn gerade gefunden. Das heißt, niemand erhebt Anspruch auf das Ding. Also ich würde es nehmen, wenn niemand... Ich weiß nicht, wovon du redest. Aber was bringt denn das Scheißteil? Wieso kann ich jetzt hier nichts bauen? Ach. Was bringt ein Magical Wooden Hammer? Ah, die Dinge, die ich damit abbaue... Alles, ich bringe gerade alles durcheinander, verdammte Scheiße. So, jetzt aber. Aber, so dumm ist auch klingt. Wollen wir was mal probieren, dass es da dampft? Sorry, Rufen, aber. Also, sorry, aber so dumm ist das Ding. Das Einzige, was ich gerade. noch im Kopf habe, ich hatte das Problem ja nie, weil ich es nie verwendet habe mit Lava. Ja, warte, aber ich mach. Ich probiere es jetzt hier mal, warte. Ich mach ganz kurz mal wieder, dass unten wieder alles heile. So. Und dann dampft das und dann. Dampft. Nicht sterben, okay, gut. Dampf das und das. So, das kriegt hat alles wieder Strom hier, ne? Perfekt. Nee, passiert nichts. Warum passiert nichts? Warum ist das Terminal eigentlich leer jetzt? Kann mir das jemand erklären? Das Terminal. Weiß ich nicht. Ich bin nicht schuld. Oder liegt es daran, dass ich jetzt von was hinten. Ich muss glaube ich nochmal zurück, oder ich hab das Ding nicht. Ach, weil kein Strom ist, haha, ich bin ja lustig. Das heißt Lehm auf Englisch. Lehm, Clay. Also, denke ich mal. Ich höre jetzt auf, ne? Es war ein bisschen abrupt, aber... So, dann war es, okay. Okay, ja, dann mach das. Also mit allem? Ja, mit allem. Er bringt sich einfach um. Ich ziehe jetzt nach Australien. ich wünsche euch noch ein schönes Leben. Finde dich selber, viel Glück. Genau. Es freute mich, euch kennenzulernen und dann... Adios. Wir sehen uns in 12 Jahren, ne? Tschüss. Ja. Bye. Die Musik. Das war's. Mit Rufen Simon. Ja. Die Musik hat eben so gepasst, als würde er sich wirklich so verabschieden, jetzt so, als wäre er so verschwunden, so. Kennt ihr den Film The Truman Show? Ja. Aber nicht daran sogar so schon mal geredet? Ja, kann sein. Also, wenn, hab ich ihn da gesehen. Wie fandst du den, Konrad? Cool. Spannend. Toll. So. Also ich... Wir geben auf, los. Oder? Ja. Wie... Ich verstehe auch gerade nicht meine E-Terminal. Wie du aus einer wunderbaren Mod ein solches Problem machen kannst. Ich verstehe irgendwie... Ach so, ich muss auch hier auch auf In- und Out machen, ne? Dann kommt die auch wieder was an, oder? Ja, klar. Logischer Vogel. Hast du mal einen Eimer? Warte. Warte, ich schub einfach einen Eimer aus dem System. Brick. Ja, hab ich. Dankeschön. Das passt gerade übrigens, das habe ich gerade wieder zum Laufen bekommen. Vor kurzem. Guck mal, Alter! Irgendwie sollte ich vielleicht, glaube ich, auch aufhören. Jetzt! Okay.
Wieso ist da Plus und wieso ist hier Minus? Wieso ist es jetzt, hat sich das jetzt angeglichen? So, warte mal kurz. Ich glaube, ich spiele einfach lieber Video mit weiter, wenn wir der Tastatur rum, weil ich es einfach so nice finde, diesen. Aber am liebsten mag ich wirklich den Rainbow-Mode irgendwie. Ist geil, ne? Ist zwar anstrengend, aber ja. Irgendwie ja, ist er trotzdem am geil. Anfang also macht man so die heftigsten Sachen und dann geht es einem auf, irgendwann auf den Sack und dann macht man das normal. Ich check das nicht. Warum geht das nicht? Also der Rainbows, oder was halt auch nice ist, ist so irgendwie sowas wie Sterneffekt. Also wo dann immer nur so einzelne. Ja, das habe ich auch eine sehr lange Zeit lang tatsächlich genutzt. Aber du, so wie du bist, ne, denkst du natürlich mal wieder nur pragmatisch. Ja, das was ich gesagt habe mit dem Tastendruck, das hat sich nur durch Zufall ergeben, dass mir das oft aufgefallen ist, wenn man schreibt und man denkt, habe ich jetzt gerade F oder G und dann guckst du einfach, das ist sehr praktisch. Und ich finde es auch an sich eigentlich einen ziemlich coolen Effekt. Der halt nicht so übertrieben ist. Sag mal, Herr, wir sind schon über eine halbe Stunde, hammeln wir jetzt hier rum. Ja. Au, ich werde ja angegriffen. Das ist jetzt auch gerade echt nicht kalt, es ist halt. Ich weiß nicht, was das ist. Warte mal, aber mein System ist gerade nicht angeschlossen. Also mein altes System ist gerade nicht angeschlossen, ne? Nein. Das heißt, alles, was jetzt theoretisch kommt, ist. Ich glaube, was auch ein bisschen ein Problem ist, Herbert, ist Herbert, dadurch, dass ich ja zwei Capacitor-Banks habe, ne? Und die beide jeweils auf In and Out sind, schwankt die Rate auch immer so, weil die immer so hin und her springt, weißt du? Bau mal einen bitte ab. Ja, warte mal, ich baue einfach mal, oder ich kapp einfach die Verbindung, das hatte ich nämlich eben auch schon. So. Disabled. Jetzt hat der hier dauerhaft minus 15 RF. Jetzt 25, okay, es steigt jetzt mehr. Steigt weiter und weiter. Wenn ich jetzt mal das ME-Terminal abkappe. So, jetzt hat er ja eigentlich keinen Verbrauch. Das 0, das kappt, okay. Steigt er jetzt? Wieso habe ich immer noch. Dauert nee, vielleicht einen Moment? Ja, doch, es geht jetzt lange auf 0 zu. Vielleicht hat er noch irgendwo. Ach, wahrscheinlich wegen dem hier. Warte, Wireless Charger vielleicht? Charger. Warum hat er denn einen Minusverbrauch? Warte mal, ich baue mal den hier ab, irgendwie, da unten einfach. Die Clocks sind durch Redstone, ne? Ja, warte mal, wenn ich jetzt den mal abbaue hier, okay. Jetzt geht's nach unten wieder weg. Jetzt hast du komplett alles gekappt. Ja, ich weiß. Wo hat er denn da Verbrauch? Was verbraucht so richtig krass viel Strom? Ein Dachschnittsmelter. Ey. Ich weiß nicht, aber es läuft hier auch nichts eigentlich, ne? Ne, ist doch alles mit Vollstrom. Das ist null da. Warte, ich mach mal nur auf Input. Ups, ne? Ja, mach mal nur auf Input. Wow. Okay, oh. Da war eben Input. Ganz kurz. Was schwankt denn das so? Aber ich hab immer noch minus 4. Das ergibt doch keinen Sinn, dass da minus 4 steht. Es schwankt. Jetzt hab ich minus A. Hä? Wieso nimmt der ab, wenn es überhaupt keinen Output gibt, Herbert? Ja, das frage ich mich ja gerade. Es ergibt überhaupt einfach keinen Sinn. Warte, geht's jetzt auf 0? Warte, ich baue es mal ab. Achtung, Herbert, geh mal bitte kurz zur Seite. So. Ich setze ihn einfach mal neu hin jetzt. So. Hier ist doch nichts. Jetzt ist er auf 0, Herbert. Jetzt ist er auf. Das war irgendein Bug. Keine Ahnung warum. Jetzt passiert nichts mehr. Perfekt. Also so wie. Ist der andere Minus? Warum ist denn jetzt der andere Minus? Der ist doch nicht. Der ist überhaupt nicht angeschlossen. Also, ich habe doch anders einen Wireless Charger, aber das hat der, glaube ich, damit nichts zu tun. Der ist halt unter. Ich weiß gar nicht. Ah, kriegt der Strom? Ja. Der ist, glaube ich, hier irgendwie angeschlossen. Wo hast du denn noch einen Wireless Charger? Ich glaube. Ich bin mir nicht sicher. Oh mein Gott, warte. Nee, das ich glaube, unter meine Treppe. Konrad, der Wireless Charger, den wir hier haben, der ist durch den Kontakt verbunden. Da steht nämlich Output dran. Warte mal, disabled. Wo? Null. Perfekt. Ist der andere, machen wir auch mal disabled. Hier oder was? Ja. Oh. Ja, geh mal auf die rauf und geh auf das Zahnrädchen. Was da? Siehst du an der Seite, nicht. Dass die verbunden sind da, dann kannst du. Wenn der auch ist, dann natürlich weniger, weißt du? Ach so. Mal disabled. Ja. Hast du gerade gemacht, ne? Ja, disabled. So. Jetzt ist da. Jetzt hat der andere Minus. Null. Nee, noch nicht. So. Okay. Jetzt verbraucht er gar nichts. Es kommt nichts rein. Warum hast du irgendeine Spitzhacke, was du gerade aufladen muss? Nein, es ist alles voll. Weil irgendwas geht da hier auf. Ist egal. Das ist jetzt mal zu erreichen. So, jetzt. Oh. Jetzt geh ich mal. Jetzt pack mal.
Genau, connecte mal einen von den, Capacitor Banks. Ja, die eine oben ist schon. Die eine ist schon. Auf In- und In-and-Out.